Hi Leute! Ja, es ist wieder soweit. Es ist ein Sonntag, ein Brettspiel-Sonntag. Eine Rezension direkt für euch. Und ich zeige euch jetzt eins der besten Spiele 2018. Ja, ich habe jetzt schon eine Liste gemacht, welche Spiele ich vorstellen möchte, die mir ich besonders, ja, wie soll ich sagen, besonders mitgenommen haben, so wo ich gesagt habe, ey, das muss ich unbedingt euch zeigen, damit ihr wisst, was mir richtig gut gefällt. Vielleicht gefällt es euch dann auch. Und eins dieser Spiele ist Chronicles of Crime. Ist auf jeden Fall in meiner Top-Liste 2018, denn Chronicles of Crime verbindet hier nicht nur das Brettspiel, sondern auch Handys miteinander. Und das ist in meinem Job mit Jugendlichen echt richtig krass, denn wenn man sich da mal hinsetzt und sich anguckt, wie viele an den Handys sitzen mittlerweile und da rumdaddeln und irgendwelche Medien konsumieren, dann kriegt man manchmal schon ein wenig Angst. Aber hier hat man halt ein Medium mit reingenommen, was ich wirklich sehr, sehr cool finde, nämlich das Handy. Und das ist nicht ein ausschlaggebender Punkt. Das Handy ist jetzt nicht hier, um den Mittelpunkt zu haben. Man hat ein Spielbrett, man hat die Charaktere liegen, man muss sich Gedanken darüber machen, aber das Handy ist halt ein Medium, was man sonst nicht hinbekommen würde, denn man hat so eine tolle Brille, die man raufsteckt aufs Handy und dann kann man den Tatort besuchen und kann sich hinstellen und nach oben gucken und nach unten gucken, das werden wir gleich sehen. Und das macht schon so viel Laune, dass ich einfach nur sagen kann, die Kinder sind sowas von begeistert deswegen schon. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch kombinieren und auch den Fall lösen. Und das macht ihnen auch so viel Freude, denn die Vermutung anzustellen und mehr vermuten als Indizien zu sammeln, ist natürlich dann wieder so ein Knackpunkt, wo ich dann ins Spiel komme und sage, ja, natürlich könnte man das sehen, aber wir haben keine Beweise dafür. Und deswegen finde ich dieses Spiel so grandios. Denn es hilft mir ungemein in der Arbeit natürlich, wenn wir spielen können und die Zeit haben, da das mal ein bisschen einzupflegen. Sie können mit dem Handy tippen und sie können dann halt auch miteinander total in den Austausch gehen und überhaupt eine Idee entwickeln, was passiert sein kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, das ist nun im Grunde der Spielplan, also ich zeige euch nur einen Teil davon. Hier sind wirklich so viele Lupen. Das sind sozusagen die Suchkarten, die man halt im Spiel rausfindet. Zeige ich euch aber trotzdem jetzt hier so. Denn wichtig ist dieses Feld, wo die ganzen Charaktere kommen, wo man nicht weiß, wo die wohnen oder wo die arbeiten. Hier hat man 4 Charaktere, weil es ist halt ein 4-Personen-Spiel. Jeder bekommt einen Charakter im Grunde, aber ich finde, das kann man auch weglassen, denn man könnte die auch auslegen und man muss sich überlegen, wen man halt anruft. Das ist halt auch genial bei dem Spiel. Man kann sich halt Hilfe suchen im Grunde oder man den Wissenschaftler, den man halt benötigt. Die sind natürlich hier in 4 wirklich sehr coolen Ideen. Der Arzt ist ganz klar, der ist für Obduktion zuständig. Hier haben wir die Wissenschaftlerin, die für die Beweismittel da ist. Und hier ein Hacker zum Beispiel, um Informationen rauszusuchen. Denn von Fall zu Fall wird es auch ein bisschen kniffliger und schwieriger. Und da ist es wirklich ab dem Alter dann auch ein bisschen knifflig. Wir hatten irgendwie einen Fall, wo es dann auch um eine Geheimorganisation geht. Da muss der Hacker ran. Da gibt es keinen anderen, der mithelfen kann. Und hier haben wir noch einen Kriminologen, der ja Humanpsychologe ist und Kriminalgeschichte damit was auf sich hat. Und natürlich kann man hier immer sich wieder neue Hilfe suchen. Das ist sehr cool. Hier bei Scotland Yard, wo wir im Grunde starten, weil wir ja die Ermittler sind, haben wir hier noch 3 Felder, die dann auftauchen. Das werdet ihr aber gleich sehen, was es damit auf sich hat, wenn wir die App starten. Und ja, hier haben wir halt einen ganzen Haufen an Orten, die man dann im Grunde, sieht man hier immer an dem Zeichen, dann hier zum Beispiel hinlegt. Ja, also hier unten, dann seht ihr es besser, glaube ich. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Ort hinzulegen. Hier habt ihr noch freie Felder für Charaktere. Wenn man zum Beispiel einen hier hinpackt, dann wird er hier hingepackt, wenn er denn in Notting Hill gesehen wurde oder wohnt oder arbeitet. Wenn nicht, dann legt man den Charakter hier hin, weil man noch nicht weiß, wo er eigentlich aufzutauchen hat. Aber das, und das ist das Coole bei dem Spiel, sagt einem eigentlich die App.
Man muss also gar keine wirklichen Regeln lesen, man kann schon gleich starten mit dem Spiel. Und das Wichtige ist, dass man halt diese Charaktere hat. Man hat immer diese Zahlen drauf, die sucht man dann durch und dann legt man sie sich entsprechend hin. Bei den Beweismitteln ist es ähnlich, nur dass man die Zahlen erstmal gar nicht braucht, sondern man spielt das Spiel. Man teilt es in 4 Decks zum Beispiel auf und der gerade, oder in 3 Decks, der gerade sucht, der vierte Spieler, der muss immer sagen, was er sieht. Und nun guckt man sich dann halt hier rein und sieht dann halt Pflanzen. Und wenn der gesagt hat, ich sehe hier Pflanzen, dann packt man die Karte entsprechend hier auf diese Lupen und kann sie nachher abscannen und sehen, ob sie überhaupt dazugehören oder nicht. Das werde ich aber euch gleich auch nochmal zeigen. Und hier haben wir nochmal ein Kartenset. Damit haben wir gar nichts zu tun, denn uns sagt die App, wenn wir etwas Besonderes finden, dass wir dann hier etwas auspacken, rauspacken sollen. Und die Nummer 6 zum Beispiel, ich weiß es auch nicht, ist hier eine besondere Jacke. Ja, so funktioniert das Spiel eigentlich. Man hat hier diese QR-Codes, die überall drauf sind, ob es auf den Charakteren nun ist oder auf unseren Hacker oder auf den Orten, und man scannt es ab. Und das hier ist nun die wunderbare Brille, die man benötigt, um den speziellen Spielspaß zu haben. Man muss die nicht haben, man kann auch ohne diese Brille spielen. Aber ich finde natürlich bei Jugendlichen auch, ist es einfach cool. Aber wir als Erwachsene stehen auch dann im Raum und drehen uns, weil wir es einfach alles sehen wollen und es so genial ist. Aber das werde ich euch gleich noch zeigen. Nun starten wir Chronicles of Crime. Das muss man halt herunterladen, die App. Das ist aber, sollte klar sein. Wundert euch nicht, das Handy ist eigentlich nur dafür da, um Chronicles of Crime oder andere Spiele zu spielen. Ja, hier hat man jetzt nun die Auswahl. Hier sieht man auch schon, ist ein neues, und zwar Noir Pre-Order Today. Das ist natürlich cool, ja, könnte man gleich machen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich habt ihr jetzt ganz live, naja, nicht live. Und Musik hört man auch schon. Könnte man jetzt sofort ordern. Hier hat man das Tutorial Tatort London, oder nicht das Tutorial, sondern das Anfangspaket. Aber wenn man hier rauf geht, dann aktiviert sich das im Grunde und man hat hier das Tutorial, was ich echt sehr gerne mit den Jugendlichen halt spiele, weil man dann wirklich einfach mal starten kann und mal gucken kann, wie die ganze Mechanik funktioniert. Dann hat man die graue Eminenz, die Fluch des Pharaos, keine Rosen ohne Dornen. Dann hat man hier einen Geheimbericht in Teufelsküche. Das sind nochmal welche, die man kaufen kann. Ja, muss man selbst wissen, ob man das möchte. Jedes Setting ist auch anders, also andere Jahreszeiten und so weiter. Zukunft, Vergangenheit, alles ist dabei. Vampire im Nebel zum Beispiel, hört sich auch gut. Es kommen immer mehr. Alice im Londonland. Ja, ganz ehrlich, man hat hier wirklich so viel, was man spielen kann. Und ihr habt es ja gesehen, es kommen immer mehr. Also jetzt hier ganz neu und heute verfügbar Noir. Verfügbar ab 1. Quartal. Dann Welcome to the Red View. Das ist auch nochmal, was dann im verfügbar ab 1. Quartal 2019 sein soll. Also es müsste dann auch bald rauskommen. Und dann kann man auch hier mal raufgucken. Ich weiß es nicht, ob man das... Kann man noch gar nicht. Aber man könnte jetzt hier schon mal was ordern. So, ja, wir gehen auf jeden Fall Tatort London und gucken uns das Tutorial an. Ja, So, willkommen im Tutorial zu Chronicles of Crime. Hinweis, diese Szenerie ist als Einführung ins Spiel gedacht. Hier lernt ihr die Spielmechanik kennen, löst aber noch keinen richtigen Fall. Tippt auf Weiter, um zu starten. Das machen wir. Im Tutorial wird euch alles Wichtige erklärt. Nur wenn ihr feststeckt, weil ihr zum Beispiel am Tatort nicht wisst, was ihr machen sollt, um nach Hinweisen zu suchen, müsst ihr einen Blick in die Anleitung werfen. Das ist halt wirklich wieder mal, was ich richtig cool finde. Dies ist ein kooperatives Spiel, bei dem alle Spieler zusammenarbeiten, um einen Kriminalfall zu lösen. Legt den Spielplan für die Hinweise aus, verteilt die Kriminaltechniker, was man nun machen könnte, unter den Mitspielern, und schon kann es losgehen. Der Kommissar ist Person 33, den haben wir schon gesehen, das ist dieser Knabe hier. Er ist gekennzeichnet mit der 33 dort oben und auf der Rückseite. Nehmt seine Karte vom Charakterstapel und legt sie auf Scotland Yard, was wir jetzt tun. Und
Ihr solltet jetzt zu ihm gehen, um mit ihm zu reden. Dazu müsst ihr einfach nur den Code auf seiner Karte einscannen. Ja, das machen wir jetzt. Ihr seht, da unten ist der Code. Und wir scannen jetzt. Das bedeutet, man geht hier einfach nur rüber, ganz simpel. Sowas kennt ihr wahrscheinlich alle, aber falls es jemand gibt, der es nicht kennt, dann fokussiert das Handy, man drückt drauf und es wird gescannt. Dann gibt es bei der App halt keine Sprachunterstützung, aber es gibt immer einen, der lesen will oder kann. Und dann seid ihr hier dran. Da seid ihr ja endlich. Ich habe einen Fall für euch. Eine ältere Frau, Nummer 07. Müssen wir auch mal gucken. Also ich lege mal das Handy kurz weg, weil sonst kriege ich die 7 hier nicht rausgesammelt. Wir haben die 07 rausgesucht. Ich habe jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Es gibt echt Hintergrundmusik für den Fall, was ich auch sehr genial finde. Wir machen es häufig mit einer CD im CD-Player, aber hier hat man gleich die Musik bei. Ja, diese ältere Dame wurde tot aufgefunden. Findet heraus, ob der Tod natürliche Ursachen hatte oder es Mord war. Da wir nicht wissen... Oder, genau, also das ist Nummer 1, die packen wir auch erstmal hier hin. Dann wird auf Weiter gedrückt. Ihr seid im Befragen-Modus. Bild und Name der Person, die ihr gerade befragt, werden oben angezeigt. Das ist immer hier oben dann. Ihr könnt diese Person zu allem befragen, das bereits Teil des Falls ist. Also ob alle auf dem Spielbrett oder auf Orten liegenden Karten. Ihr müsst die entsprechende Karte nur einscannen, es gibt keine falschen Fragen. Jede Kombination ist möglich. Sollte jetzt vor euch liegen, fragt den Kommissar, was er über die Frau weiß. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir haben hier oben schon stehen Kommissar Doyle. Und jetzt können wir die, ja, hier scannen. Mal gucken, was er weiß über die alte Dame. Die Frau heißt Anna Taylor. Sie wurde tot in ihrer Wohnung in Notting Hill gefunden. Und hier haben wir schon den Ort. Der wird immer hier an dem Spielplan links oder rechts platziert. Das ist egal. Da haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 7 Orte. Und hier ist die Adresse. Vielleicht solltet ihr dorthin gehen, um mehr herauszufinden. Das machen wir auch. So, sucht in den Londoner Stadtteil nach Notting Hill und legt die Karte neben den Spielplan. Jetzt, wo ihr die Adresse habt, könnt ihr euch auf den Weg machen. Tippt auf bis bald, um das Gespräch zu beenden und scannt die Karte für den Ort, um nach Notting Hill zu gehen. Ja, dann hat man hier wieder oben stehen Kommissar Doyle, darauf muss man immer achten und den wollen wir jetzt nicht mehr haben, also bis bald. Ja, jetzt sind wir im Grunde schon in dem Modus, dass wir jetzt hier nach Notting Hill gehen können. Dann scannen wir den Ort natürlich. So, ihr seid jetzt in der Wohnung des Opfers in Notting Hill, wie oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, überlegt genau, was ihr tun wollt. Die Zeit wird knapp. Bei jedem Scan wird die Uhr oben rechts, das ist dann hier Tag 1, weitergerückt. Zu einem anderen Ort zu wechseln, dauert noch länger. Das bedeutet, man muss sich wirklich überlegen, wann man wohin geht. Manche Orte lassen sich durchsuchen. Wenn das der Fall ist, erscheint eine nach Hinweisen suchen Schaltfläche. Das bedeutet, dass ihr in der virtuellen Realität nach Hinweisen suchen könnt. In der Wohnung des Opfers gibt es diese Schaltfläche. Probiert es doch mal gleich mal aus. Und das machen wir jetzt. Ich hoffe, dass ich euch das mal so ein bisschen zeigen kann. Also wir sind jetzt da und das ist halt beim Scannen ein bisschen doof. Hier oben haben wir eine Lupe nach Hinweisen suchen. Da gehen wir rauf. Und jetzt sagt er uns an, wir sollen entweder mit der Brille oder ohne das Spiel starten. Wir versuchen euch mal die Brille zu zeigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt kann man genau schauen, wo man ist. Also man kann auch nach unten gucken, man kann nach rechts, nach unten, da sieht man schon die Leiche. Man kann nach unten schauen. Ja, es ist wirklich atemberaubend, was man da sieht, man eine tote Katze und irgendwie noch mehr. Und man muss das halt auch immer sagen. Und jetzt läuft die Zeit ab. 3, 2, 1. Ja, das war's. Ihr habt schon nach Hinweisen gesucht und etwas Auffälliges entdeckt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Genau, wenn man, wir haben jetzt irgendwie
ein paar Sachen gefunden, also tote Katzen und so weiter. Dann guckt man hier, dass man irgendwas findet, was damit zu tun hat. Also die anderen halt, die mitspielen, müssen natürlich genau gucken, war irgendwas dabei? Ich gucke jetzt schon, ob wir hier irgendwas sehen. Mittel zur Kommunikation, Nahkampfwaffen, Gartengeräte, Schmuck, Zeichen und Symbole, Sportartikel, Kabel, Möbel, Flüssigkeiten, Abfall, Lebensmittel. Und da dann eine Torte zu sehen war, kommt Lebensmittel hier rauf. Spiele und Spielzeug, Papiere waren da und Tiere. So, und nun gucken wir mal. Also wir nehmen mal die Charaktere hier weg, weil die Frau ist ja auch in Notting Hill gewesen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir etwas finden. Zum Beispiel nehmen wir die Tiere und schauen mal, was wir mit den Tieren jetzt hier so anstellen können, weil das war ja auffällig, dass da mehr als eine Katze ist. Die Katze, das Opfer sind tot. Ja, super, das ist schon mal klar. Aber mit wem können wir sie kombinieren? Wir haben nämlich die Beweismittel. Und damit würde ich sie jetzt kombinieren. Also, es ist ein Beweis, sagt er mir. Das passt auf jeden Fall. Das muss ich raufpacken. Ein Arzt. Der Arzt kann euch mit einer Obduktion oder mit medizinischen Beobachtung helfen. Also doch nicht die Wissenschaftlerin, sondern wir müssen den Arzt damit konfrontieren. Und scannen ihn mal ab. Mal gucken, was er dazu sagt mit der Katze. Ihr seid mit dem Leichenhaus verbunden. Wen soll ich sezieren? Ja, und jetzt könnten wir halt die Tiere nehmen und sie abscannen. Dr. Schröderings Theorien sind hier nutzlos. Die Katzen starben an Digitalis-Vergiftung 04. Und dann sucht man sich die entsprechende Karte raus. Wir haben jetzt schon rausgefunden, dass es ein Gift ist. Aber warum und weshalb die Katzen gestorben sind oder noch irgendjemand, das liegt natürlich an euch, es herauszufinden in Chronicles of Crime. Ja, das war Chronicles of Crime. Ein absolut geniales Spiel. Mein Prädikat besonders wertvoll für alle Familien, Gruppen, Spieler. Jeder, der kommunikativ zusammenspielen will, kooperativ einen Fall lösen will, um die Ecke denken will und ja, einfach Spaß haben will. Also wirklich. Das Spiel ist aber nicht ein reines Familienspiel, möchte ich nochmal dazu sagen. Also es gibt Fälle, wo wirklich auch heftig was passieren soll. Und es gibt so viele verschiedene Settings, die einfach jede Gruppe ansprechen kann. Also mein wirklicher Rat ist, kauft euch Chronicles of Crime. Mit Brille oder ohne ist eure Entscheidung. Ihr habt es gesehen, mit der Brille ist schon echt ein cooles Ding. Müsst ihr entscheiden, ob ihr das Geld investieren wollt. Ich oder wir haben es natürlich gemacht. Und ja, ich fahre jetzt zur Arbeit und werde eine Runde spielen. Morgen seht ihr dieses tolle Video, was mir echt viel Spaß gemacht hat, euch das zu zeigen, zu präsentieren. Und ich hoffe, dass ihr das schon gespielt habt vielleicht oder auch mal euch kaufen wollt. Dann schreibt es unter die Kommentare. Ich würde mich freuen, mal gucken, was wir heute für einen Fall bekommen und was wir klären können in den Stunden, die wir spielen. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst es ganz normal. Ein Daumen hoch, ein Abo, ein Kommentar. Lasst was da. Mir würde es echt Freude machen. Bei diesem tollen Spiel sollten wir mehr Kommunikation in unsere Beiträge haben. Das finde ich echt super. Lasst den Fall beginnen auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dahin, euer Tigurion.